Mutig sein, anders sein, sich von der Masse absetzen. Nach dem C4 Cactus zeigt Citroën nun auch den C3 mit deutlich auffälligerem Design. Doch gefällt das auch den Kunden? Für den französischen Hersteller ist der knapp 4 Meter lange Kleinwagen ein besonders wichtiges Modell. In Europa ist jeder 5. gekaufte Citroën ein C3. Die Airbumps, die die Seitentüren schützen sollen, kennen wir schon vom Cactus. Mit seinen Rundungen und glatten Flächen sieht der C3 von außen so aus, wie sich ein Pfefferminzbonbon auf der Zunge anfühlt. Das Design ohne Sicken und Kanten entspannt die Augen, ohne langweilig zu sein. Zum Beispiel mit farblichen Akzenten an Nebelscheinwerfern und Außenspiegeln in der Farbe des Daches. Die Front lehnt sich deutlich an bullige SUV-Crossover-Modelle an und prunkt mit gleich 3 Leuchteinheiten. Die Airbumps auf den Türen sind optional, aber sie tragen wesentlich zum besonderen Look des C3 bei. Neun Außenfarben und 3 zusätzliche fürs Dach ergeben 36 verschiedene Farbkombinationen. Punktabzüge gibt es beim Kofferraum. Egal ob hinein oder heraus, alles muss über diese Ladekante gehievt werden und beim Umklappen der Sitze bildet sich eine unschöne Stufe. Wir testen den C3 mit dem stärksten der 3 verfügbaren Benzinaggregate. Aus 1,2 Litern Hubraum schöpft der 3-Zylinder 81 kW Leistung und entwickelt ein maximales Drehmoment von knackigen 205 Newtonmetern. Und das schon bei 1500 Umdrehungen. Diese Motorisierung wird nur mit der höchsten Ausstattungslinie Shine geliefert. Der Preis in Deutschland knapp 18.000 Euro. Mit den 81 kW Leistung kann man schon richtig schwungvoll auf der Landstraße unterwegs sein. Was den Fahrspaß meiner Meinung nach ein bisschen trübt, ist die indirekte Lenkung. Also da kann man schon so ein bisschen kurbeln, bis der Wagen reagiert. Und hier bei dem manuellen Fünfganggetriebe finde ich die Schaltwege auch ein bisschen lang. Schnellere Gangwechsel verspricht ein 6-Gang-Automatikgetriebe, das aber nur in Kombination mit dem stärksten Motor angeboten wird. Hier im Innenraum haben die Designer nichts dem Zufall überlassen und überall Elemente eingebaut, die an die Airbumps von außen erinnern. Und innen bietet der C3 weitere außergewöhnliche Details. Während sich die Konkurrenz alle Mühe gibt, den Fahrer geschmeidig zu umfließen, wirkt hier alles sehr geradlinig, farblich abwechslungsreich und mit viel Liebe fürs Detail gestaltet. All den Rundungen und glatten Flächen, die der C3 im äußeren Erscheinungsbild zeigt, erinnert der Innenraum mich ein bisschen an einen Schweizer Kräuterzucker. Mit all den waagerechten Linien und den rechten Winkeln. Und man hat super viel Bewegungsfreiheit. Es macht ein bisschen den Eindruck, als hätten die Ingenieure das Auto um eine imaginäre Box herum konstruiert. Optional gibt es für den C3 sinnvolle und praktische Assistenzsysteme, wie eine Einparkhilfe, einen Tote-Winkel-Warner und eine Anti-Schlupfregelung, die das Durchdrehen der Räder vermindert. Hier über diese Mittelkonsolen-Bedieneinheit lässt sich das Handy auch mit dem Auto verbinden. Und auch das Radio kann man ganz klassisch hier bedienen. Mit dem Drehknopf kann man die Lautstärke ändern. Viele Knöpfe sind allerdings weggefallen, was zur Folge hat, dass man die Klimaanlage auch nur direkt über Tastendruck auf dem Display verändern kann. Und dadurch, dass das Display insgesamt aber sehr weit unten positioniert ist, muss man dafür seinen Blick schon von der Straße enorm weglenken. Das Auto selbst hat dafür die Straße immer fest im Blick und speichert im Ernstfall auch Bilder eines Verkehrsunfalls.
Eine technische Besonderheit des Citroën C3, das ist hier diese Dashboard-Kamera. Die ist hinter dem Spiegel integriert und nennt sich Connected Cam. Damit kann man während der Fahrt nach vorne raus Bilder von der Umgebung machen, also entweder Fotos oder kleine Filme, und kann die nachher mit Freunden über soziale Netzwerke teilen. Egal ob runder Pfefferminzdrops oder kantiger Kräuterdrops, mit dem C3 ist Citroën eine interessante Mischung gelungen, mit der man auf der Straße auf jeden Fall auffällt. Aufgefallen ist er auch einer Fachjury von Designexperten. Im Juli wird der Wagen mit dem renommierten Red Dot Award ausgezeichnet.